Das Redener Geestmoor in Niedersachsen bei Diepholz ist ein neu geschaffenes Naturschutzgebiet, ein ausgedehntes, offenes Hochmoor. Nach Abschluss der industriellen Abtorfung erfolgte eine Wiedervernässung, sodass sich regenerierbare Hochmoorflächen entwickelten. Ringförmig um die Wiedervernässungsflächen schließen sich naturnahe, offene Degenerationsstadien mit Wollgras, Torfmoos, Heide- und Pfeifengrasflächen an. Es bildeten sich Torfmoos-Schwingrasendecken und absterbende Birkenmoorwälder aus. In den Randzonen befinden sich ebenfalls Birkenmoorwälder und vereinzelt Kiefern. Im Randbereich ist großflächiges Grünland mit Schafbeweidung. Innerhalb des Moorkörpers und auf sandigen Erhebungen befinden sich Kaluna-Weiden. Das Moor ist heute ein wichtiger Rastplatz für Zugvögel, insbesondere für Kraniche geworden. Regelmäßig machen Tausende von Kranichen Station im Geestmoor. Vom Norden kommend findet die Rast Oktober bis Mitte Dezember statt. Dann geht der Flug meist in das wärmere Spanien bzw. nach Nordafrika. Das Rasten von über in der Regel 6000 von Kranichen ist ein einzigartiges Naturschauspiel im Moorgebiet.